Hallo, hier bei Carlos Lego. Ich habe ein neues Projekt mir vorgenommen. Das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Nämlich geht es um das Lego Minecraft Set 21137, die Berghöhle, das derzeit größte Lego Minecraft Set, was es überhaupt von Lego offiziell gibt. Und ja, ich habe mir was überlegt und zwar folgendes: Ich werde nicht Schritt für Schritt alles bauen, das hatte ich ja schon mal gemacht. Ich werde auch kein komplettes Review machen, da habe ich den Platz nicht für. Da hätte ich mit Sicherheit einen Haufen Sachen vergessen, weil es einfach so umfangreich ist, das Set. Ja, also ich habe keinen Platz, das alles auf die Kamera zu kriegen. Was ich mir nun gedacht habe, ist folgendes: Ich baue immer ein Bauschutt, also eine Tüte. 24 Tüten gibt es hier insgesamt und zeige einfach das Endresultat einer Tüte. Und das habe ich hier. So, hier haben wir nämlich einige Figuren. Wir fangen mal damit an. Hier ist Alex. Also die Spielerfigur in einer vollen Diamantrüstung mit Diamantschwert und einem Schild, das ist hier hinten so festgemacht mit so einem durchsichtigen Teil. Und ich glaube, bis dahin war dieses Schild noch exklusiv bei Lego Minecraft. Dann haben wir, jetzt nur nicht mehr so exklusiv, aber damals waren sie noch exklusiv, zwei Fledermäuse. Also wo das Set erschienen ist, war das das einzige mit Fledermäusen. Hier mit aufgedrucktem Gesicht auf einem 1x1 Stein. Und mit ausgeklappten Flügeln und einmal mit zusammengefalteten Flügeln. Dann haben wir hier auf der anderen Seite die feindlichen Kreaturen. Da haben wir hier einmal den Zombie, der hier schon mit seiner Schaufel die Fackel umschmeißt. Zombie ist nichts Besonderes. Er hat hier allerdings eine Eisenschaufel. Und er hat einen goldenen Helm und eine goldene Hose. Das Interessante ist, man hat in diesem Set drei komplette Rüstungen aus verschiedenen Materialien. Das kommt dann noch in anderen Tüten. Also es ist ja bei Lego Minecraft Tradition, dass man in der ersten Tüte immer die ganzen Figuren und einzelnen Blöcke baut. Und hier gibt es drei Tüten davon. Also zwischendurch baut man dann noch zwei solche Ausrüstungstüten. Hier haben wir die bis jetzt immer noch einzigartige Lego Minecraft-Figur, den geladenen Creeper, der vom Blitz getroffen wurde, mit seinem einzigartigen Kopf, den es sonst nirgendwo gibt. Gibt es bei Bricklink, glaube ich, für 100 € dieses einzelne Figürchen. Ja, dachte ich, lohnt sich dann schon mehr, die Berghöhle im Ganzen zu kaufen. Auch noch exklusiv ist dieser große Slime. Den gibt es auch in noch keinem anderen Set. Hier mit seinen großen aufgedruckten Augen. Das sind 2x2 Steine. Und hier noch der Mund aufgedruckt auf so einem 1x2 Paneelenteil. Oder Wandelement nenne ich es immer. Hier hinten eigentlich eine Scheibe vom Auto oder LKW oder was auch immer. Und das Tolle ist, der ist hier halt aus diesen schleimig-grünen, durchsichtigen Teilen gebaut. Und wenn man das aufmacht, kommen hier noch zwei kleine Slimes raus. Das finde ich toll. Also hier, die kennt man, glaube ich, auch aus anderen Sets. Die gab es schon bei dem Sumpf, bilde ich mir ein. Das sind die kleinen Slimes. Und ja, finde ich aber eine richtig coole Idee, dass hier einfach die kleinen Slimes aus dem Großen kommen. Ist ja bei echten Minecraft auch so. Dann haben wir hier, kommen wir zu den Blöcken und Deko-Sachen, haben wir ein Bett, das traditionell immer ein Block zu lang ist. Wir haben eine Fackel und diese ganzen Sachen werden dann noch verbaut irgendwo übrigens. Wir haben vier Zäune, zwei von den schmaleren, also kürzeren, da noch mit diesen Blumenteilen. Jetzt sind die ja ein bisschen anders gebaut. Dann haben wir hier noch einen längeren Zaun, der drei Blöcke besetzt. Wir haben hier ein Lego Minecraft Feuer, wie man es eben kennt. Wir haben hier einen Strohballen, also mit diesem roten Bändel da drumherum. Wir haben einen Blumentopf mit einer kleinen Blume drin. Ein Block Obsidian, auch mit diesen lila Punkten, die man aus dem Spiel kennt. Wir haben einmal Smaragderz, sehr selten, aber zum Bergbiom passt das ja, ist ja die Berghöhle. Wir haben einen Block TNT und einen altmodischen Ofen. Der im Ofen ist natürlich noch nach altmodischer Art, wie eben gesagt. Normalerweise sehen die ja jetzt anders aus. Dass das hier unten aber durchsichtig ist, das hat hier in diesem Set auch durchaus einen Sinn. Das würde anders gar nicht richtig funktionieren. Was das für ein Sinn ist, das schauen wir uns dann im Laufe des Aufbauens an. So, dann baue ich jetzt Tüte 2 als nächstes und halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Carlos Lego und tschüss.